So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe ja einen Tipp bekommen. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, im Winter, also Anfang dieses Jahres, gab es ja die ganzen Spediteure und die ganzen Trecker, die ganzen Bauernproteste, die hier waren. Heute habe ich wieder eine Gruppe entdeckt, laut dem Tipp von Juri. Danke an dich nochmal, mein Lieber. Ja, mein lieber Informant Juri. Wir sind jetzt gerade hier auf einer Mahnwache. Ja, und hier sind Leute, die für die Freiheit hier stehen. Und ja, ich habe jetzt hier gerade einen jungen Mann entdeckt, der 600 Kilometer weit weg... 700 Kilometer, sorry. Ja. Erzähl mal ein bisschen was machst du hier, wer bist du? Ja, ich bin der Flo aus Bitburg, bin als freier Journalist seit 3-4 Jahren unterwegs, aber auch ein bisschen als Friedensaktivist. Mhm. Und das hier ist ein Friedenscamp, was seit Samstagabend stattfindet. Mhm. Das war nach der Querdenken-Demo von Querdenken 7.11, wurde das um 20 Uhr eingerichtet. Wir sind allerdings am Montag hier rübergezogen, also das war erst in der Hofjägerallee. Aha. Und dann gab es aber wohl ein Verkehrsproblem, was die Polizei uns mitgeteilt hat. Und dann hat sie uns um Vorschlag gebeten, wie wir das machen könnten, dass die Straße vielleicht nochmal frei ist. Und ja, da haben wir drüber diskutiert und kamen eigentlich zu einem super Ergebnis, dass wir hier noch näher an die Siegessäule drankommen. Hier erreichen wir mehr Menschen, der Platz reicht aus. Weil es sind nicht 10.000 Menschen da, wie es ursprünglich angemeldet wurde. Und heute haben einige Vorträge hier stattgefunden, morgen geht es weiter. Mhm. Ich selber bin auch voraussichtlich bis morgen Abend noch da und habe das Ganze auch selber dokumentiert. Das ist halt wichtig und die Vernetzung vor allem. Man lernt ja hier neue Leute kennen, man trifft viele, die man so deutschlandweit auf der Straße kennengelernt hat, wenn man so die letzten 3-4 Jahre auch zurückdenkt. Und es ist einfach mega entspannt, es ist total gute Stimmung und ja, hier kommt man runter. Das ist wirklich wie ein Urlaub. Das heißt, so viel Zeit hast du gar nicht. Und wie lange dürft ihr denn jetzt hier stehen bleiben? 2 Wochen, 3 Wochen oder wie lange geht das hier? Ja, das Camp ist geplant bis 13. August. Ja, also es kommen zwischendurch mal welche dazu. Manche müssen früher abreißen, beruflich bedingt. Mhm. Ich habe halt auch noch die ein oder andere Baustelle, sonst würde ich wahrscheinlich auch noch länger bleiben, weil, wie gesagt, Berlin ist so weit von mir weg, da versuche ich, wenn ich schon mal da bin, halt die Zeit zu nutzen, um viel zu erleben. Ich bin jetzt das fünfte Mal hier. Fünfte Mal in Berlin, freut mich aber auf jeden Fall, so eine Art, das ist eine Mahnwache. Eine Mahnwache wieder zu sehen. Wie gesagt, das letzte Mal war es im Winter mit den ganzen Bauern. Denkst du, die Bauern kommen wieder? Also ich war vor 1-2 Monaten, so rum war ich in Brüssel auf einer Bauerndemo. Mhm. Da war jetzt nicht so viel los, wie man hätte erwarten sollen. Aber das liegt natürlich daran, weil die jetzt wieder auf die Felder müssen. Ja. Ich bin auch sehr gespannt, ob die jetzt nochmal loslegen. Es wurde da gesagt, wenn die Wahlen vorbei sind, dann legen die nochmal richtig los. Vielleicht wird das im Herbst, Winter nochmal kommen. Mhm. Wenn nicht wieder irgendeine andere Sau durchs Dorf getrieben wird. Ja, ich habe es auch tatsächlich mitbekommen, dass das in Richtung Mitte Oktober, Ende Oktober, Anfang November, Dezember dann bis Januar wieder irgendwie ein bisschen Action geben wird. Vor allem hier in Berlin, falls sie es zulassen. Ja, weil meistens sperrt die Polizei dann auch immer hier rund um Potsdamer Platz, Siegessäule und Brandenburger Tor ab. Ja, bei Potsdamer Platz war ich gestern auf einer Friedensmannwache. Das war mega schön. Hab da auch wieder neue Leute kennengelernt und am 9. November, habe ich jetzt gelesen, soll es auch wieder eine Freedom-Parade geben hier in Berlin. Also für den Frieden gibt es genug Aktionen von verschiedensten Aktivisten und das hier ist natürlich halt auch eine Aktion davon. Okay. Zu mir wurde gesagt Querdenker. Seht ihr euch als Querdenker oder was ist das genau? Ja, also wenn mich jemand fragt, ob ich ein Querdenker bin, dann frage ich erstmal, was verstehst du denn darunter? Mhm. In den Medien wurde das als... negativer Begriff verwendet, aber wenn die Leute mir erzählen, dass Albert Einstein ja auch wohl ein Querdenker gewesen sein soll und von dem hält man ja eigentlich viel als Wissenschaftler. Ja. Also für mich ist es einfach, die Bedeutung dahinter ist für mich, dass man einfach mal alles kritisch sieht, alles hinterfragt. Mhm. Mhm. Aber wichtig ist, dass man mit allen Menschen miteinander spricht. Das war auch heute wieder großes Thema hier, auch in der Gruppe untereinander. Weil auch da sind die Meinungen verschieden und ja, wir sind über 80 Millionen Menschen in Deutschland, da wird nie ein gemeinsamer Nenner gefunden. Mhm. Aber in den letzten 3 Jahren seit Corona ist das irgendwie so, wenn du eine andere Meinung hast, dann bist du entweder links oder rechts in der einen Ecke oder in der anderen
Dazwischen scheint es irgendwie nicht mehr zu geben, aber wenn man mit den Menschen spricht, dann bekommt man raus, die sind irgendwo tatsächlich dazwischen, aber was wichtig ist, ist der Umgang mit dem anderen Menschen aufgrund seiner Meinung, weil wenn ich meine Meinung jetzt sage, das tut doch keinem weh, ja, solange ich keinen schlage oder keinen mit Waffen verletze, das wäre Extremismus und davor wurde sich in den ganzen Jahren von Veranstaltern derseits hier immer distanziert. Ja, ja, sehr gut. Ja, ich danke dir. Cooler Typ. Planst du wiederzukommen oder willst du erstmal zurück? Und was machst du eigentlich beruflich, wenn es dir zu intim ist, musst du nicht beantworten? Ich beantworte gern die Frage. Ich habe auf jeden Fall vor, sobald es geht, nochmal hier hinzukommen. Mhm. Spätestens dann vielleicht im November, wenn nicht vorher irgendwas ist. Mhm. Beruflich gesehen, ich habe Kaufmann im Einzelhandel und Maler und Lackierer gelernt, also zwei abgeschlossene Ausbildungen. Cool. Und vor 5 Jahren hat man mir den Führerschein abgenommen, weil ich eine Schlafpause gemacht habe. Also ich habe das Auto, war zwar mitten auf der Straße in der Stadt, aber ich habe einfach angehalten, eine kurze Pause machen wollen, weil es ist halt sehr gefährlich, wenn die Augen einmal zufallen und man fährt irgendwo gegen. Jeder sagt mir, dass ich was Vernünftiges gemacht habe, aber die Polizei und die Führerscheinstelle haben da mir einen Strick draus gedreht und haben verlangt, dass ich eine Untersuchung mache bei einer Neurologin. Okay. Ich musste ins Schlaflabor, damit ausgeschlossen werden kann, dass ich kein Schlafapnoe oder Narkolepsie habe. Okay. Das heißt, so plötzliches Einschlafen. So. Und wenn ich aber die Handbremse reinmache, den Gang raus, das ist für mich kein plötzliches Einschlafen. Okay. Aber das war so der Anfang dafür, dass ich die Jobs verloren habe. Dann kam halt Corona, ich bin noch nebenbei als DJ unterwegs oder als Musiker und da war dann alles vorbei und ich hatte leider Gottes viel Zeit, um nachzudenken darüber, was hier überhaupt verkehrs läuft. Und anfangs 21 bin ich dann auf die erste Demonstration gegangen, um mir anzuschauen, was denn da für Menschen sind, weil in den Medien stand, da sind Rechte, rechtsextreme Nazis, was auch immer. Mhm. Und ich sage auch den anderen Leuten immer, geht selber mal hin und schaut euch das an, weil hier durch so einen Kasten hier kann man nichts so darstellen, wie es letztendlich ist. Richtig, daher bin ich auch so ein Typ, der es sich selber vergewissern tut, der selber immer hier vor Ort hingeht, mit Leuten spricht, egal wer sie sind. Ja. Selbst wenn das Nazis wären. Ja, also ich versuche dann immer alle Sachen mit einzufangen und neutral wiederzugeben. Ne? Ja. Ja, der Begriff Nazi, der ist heute so viel im Gebrauch, dass ich mich frage, ist das nicht eine Verharmlosung der Zeit, wie sie damals wirklich war? Ich habe es nicht erlebt, ich kann es nur vielleicht ein bisschen in Geschichtsbüchern lesen und mir denken, ist das jetzt wahr, was da steht oder auch nicht. Aber was die letzten Jahre betrifft, das ist ja für mich greifbar, weil ich sie live erlebt habe. Ja. Und da gibt es ja jetzt diese Aufarbeitung, hoffentlich. Meinen Führerschein habe ich auch mittlerweile seit letztem Jahr wieder zurück. Und ich muss wohl nochmal zu einer Nachuntersuchung, wo ich denke, ey, es wurde schon bewiesen, dass ich nichts habe. Warum muss ich nochmal dahin? Polizei im Hintergrund. Die machen ab und zu mal eine Runde hier, wa? Ja, die kommen ab und zu mal hier gucken und zählen grob durch. Was das jetzt für Hintergründe hat, weiß ich nicht. Aber es geht wohl nur darum, das haben die mir gesagt, ob sie jetzt vielleicht Verstärkung brauchen. Wir sind natürlich froh, wenn die Polizei die Ausgänge so ein bisschen beobachtet, weil es kann halt immer sein, dass Leute von der Antifa, wo ja auch Linksextremisten dabei sind, hier hinkommen und irgendwas klauen oder irgendjemanden bewerfen. Ich verstehe bis heute nicht, warum die das machen und wie die darauf kommen, dass hier Nazis sein sollen. Hier fahren ja auch ab und zu mal Fahrradfahrer vorbei, so klassisch rufen dann Hals, Maul oder scheiß Querdenker oder Nazis und sind aber dann schnell wieder weg. Man würde ja gerne mit denen sprechen und fragen, was sie denn für ein Problem haben oder wie deren Ansicht ist. Wiederum, ja, man kann ja ganz normal jetzt zu dir, wie ich bin jetzt auch zu dir gekommen und ich kann dich ja jetzt ganz normal fragen, bist du ein Nazi? Nein. So. Ich wurde aber mal so genannt und weiß bis heute aber nicht warum. Deswegen frage ich ja. Siehst du? Ja. So, dann haben wir das schon mal geregelt. Ne? Ich würde sogar sagen, dass du aus der neuen Generation bist. Ne? Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich bin 31. Ach, 31, doch nicht, okay. Millennials doch, ne? Ja, nicht die letzte Generation. Ja, aber. Ja. Ja. Nee, sehr, sehr sympathisch, auf jeden Fall, sehr, sehr aber angenehm. Es ist, auch bei der Jugend kommt so ein Umdenken, wenn man... Du so siehst auch jünger aus. Ist dir aufgefallen, dass die Älteren heute jünger aussehen und die Jüngeren sehen aus wie ein paar alte Turnschuhe aus Volvo damals, bei Volvo? Ja, also gerade hier... 10 Mark. Gerade hier in der Bewegung gibt es tatsächlich Menschen, die könnten meine Großeltern sein, den sehe ich das Alter auch nicht an. Heftig, ja. Das ist, denke ich, die Lebenseinstellung. Und gerade jetzt, auch in den letzten Jahren, hat sich die Lebenseinstellung bei vielen geändert. Man ist
bewusster geworden, was die Ernährung betrifft, was die Umwelt betrifft. Richtig. Und die Lebensmittel sind ja damals nicht, sind heute auch nicht mehr wie damals, würde ich sogar sagen. Ja. Um hier nicht als Verschwörungstheoretiker wieder hier rüberzukommen. Ja, und hat sich vieles verändert, auf jeden Fall. Ja, vielleicht noch so ein kurzes Thema hier, Wettermanipulation wird jetzt wieder offiziell berichtet. Es gibt offizielle Berichte darüber. Ja, und, verstehe. Ja, ja, und es gab auch früher wohl solche Sachen. Aber ich sage bei allem immer, Leute, glaubt, was ihr wollt. Mhm. Jeder Mensch kann selber entscheiden, was er glaubt. Ich zwinge keinem meine Meinung auf, aber ich erkläre, wo meine Meinung herkommt. Ja. Ich schaue mir alles an. Und wie gesagt, mir ist wichtig, dass man nochmal miteinander spricht, nochmal friedlich zusammenkommt. Und da muss man einfach sehen, wie die Zeit weitergeht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was jetzt Richtung Winter wieder kommt, weil da wird immer gerne Angst geschürt. Und es war auch schon Blackout das Thema. Genau, das wollte ich dich jetzt nochmal als letztes fragen, bevor wir das Video auch hier beenden. Ein sehr, sehr sympathischer junger Mann hier. Ja, ja, dann hast du auch ein bisschen was mitbekommen selber. Hast ja selber fast die 90er gesehen. Und wie es damals war und wie es heute ist. Und genau, worauf wollte ich hinaus? Genau, das letzte Ding. Was denkst du, was im Winter passieren könnte? Weil von diesem gewissen Blackout reden ja schon 2 Jahre. Es ist auch wohl an manchen Orten vorgekommen. Mhm. Natürlich halte ich alles irgendwo für möglich. Mhm. Aber ich glaube jetzt im Moment noch nicht, dass jetzt auf einmal plötzlich überall hier der Strom ausfällt. Okay. Und wäre das gewollt? Also künstlich herbeigerufen oder würde das dann wirklich, ich meine, die deutsche Infrastruktur einfach so Stromausfall, ich glaube irgendwie nicht dran. Ich kann mir vorstellen, dass sowas extra gemacht wird. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es aufgrund der Sache, wie alles hier gerade den Bach runtergeht, dass das irgendwann nicht mehr verhinderbar ist. Okay, vielleicht auch wegen der ganzen Energieverschwendung und auch vielleicht die Ressourcen. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da anpacken soll. Ja, ich bin da auch kein Fachmann für, aber ich habe von Leuten erzählt bekommen, aber auch Tabellen gezeigt bekommen, wo die Frequenzen vom Strom beobachtet werden. Die sind wohl teilweise eine Zeit lang schon so weit gesunken. Ich weiß nicht, wo der Punkt ist, wo es dann wirklich gefährlich wird, weil ich kenne mich damit nicht aus, aber ich habe schon ein bisschen was davon mitbekommen. Okay. Na, vor allem, der Strom kommt ja nicht nur vom, es ist ja nicht einfach nur Strom, sondern auch, es hat doch was mit dem Gas zu tun, oder nicht? Und wir haben ja auch ein Problem mit Russland. Europa hat ja ein Problem mit Russland. Daher müssen sie das um 7 Ecken kaufen, woanders wieder einkaufen. So, dadurch haben wir auch irgendwie Probleme, oder etwa nicht? Ich glaube, das kommt ja dazu. Ich glaube, Europa oder vor allem Deutschland macht sich ein Problem mit Russland. Mhm. Was den Ukraine-Krieg betrifft, damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir wollen vor allem nicht, dass Waffen dahin geliefert werden. Und das scheint ja von Deutschland gerade aus der Fall zu sein. Das heißt, wir werden in den Krieg reingezogen und ich weiß nicht, wo das noch hingeht. Ich glaube nicht, dass Putin Europa erobern will. Das ist Angstmacherei. Ich weiß nicht, ob er ein guter oder schlechter Mann ist. Ich kenne ihn ja auch nicht, aber... Neutral, genau. Also ja, ich sage mal so, alle Menschen, die hier viel Macht in Anführungszeichen haben, das liegt ja vor allem erstmal nur an den Leuten, die da mitmachen, die haben bestimmt nicht nur gute Absichten. Und ja, also ich sag mal, man sollte auf jeden Fall sich nicht in die Angst versetzen lassen, egal was passiert. Es ist nur eine Frage der Zeit, davon bin ich überzeugt, bis wir nochmal eine gute Zeit bekommen. Im Moment geht es halt nochmal bergab. Das hat man vor fast 100 Jahren auch gehabt. Und die Zeit, die bekommen wir halt jetzt live mit. Ja gut, Menschen sind ja nicht blöd. Ja, uns wird natürlich einiges wahrscheinlich probiert aus von den Ecken her. Aber es klappt ja auch nicht alles, falls du verstehst, was ich meine. Mhm. Ne? Die gewissen Leute müssen dann öfter mal starten oder öfter mal andere Dinge machen. Ja, es gab ja... Merkst du so auch selber, oder? Es gab ja solche Pläne oder von mir aus kann man sie auch Verschwörungstheorien nennen. Mhm. Ein Teil ist wahr geworden, ein Teil ist es nicht. 50-50, sagst du? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es ja auch so, durch die ganze Dynamik, die in den letzten Jahren hier geschehen ist, die Leute haben es ja auch irgendwann gemerkt, dass hier was schief läuft. Immer mehr. Und gerade jetzt, wo die RKI-Files raus sind, sollte man sagen, hier Leute, es ist offiziell. Stimmt, da war ja was, ne? Ja. Alles klar. Ja. Und wir haben es auch heute schon gesagt. Ich glaube, viele Menschen können das da... gerade das, was jetzt so wichtig ist, nicht mehr aufnehmen, weil sie in den letzten Jahren zu viel vom Fernseher gesessen haben und einfach fertig sind. Die wollen ihre Ruhe haben, arbeiten gehen, Geld verdienen und Freizeit genießen. Kann ich auch verstehen. Wir brauchen auch mal unseren Rückzug und müssen mal ein bisschen nochmal entspannen. Aber
ich denke, gerade jetzt ist es wichtig, da auch trotzdem irgendwie dran zu bleiben. Und dafür braucht man auch Menschen, die sich gegenseitig unterstützen, zusammenhalten. Und das ist, denke ich, eine Sache, die hier auf diesem Camp erreicht werden kann. Geil, gut, dass du es gesagt hast, mal zum Schluss wegen Zusammenhalten. Weil das ist vielleicht auch das, was uns fehlt. Ja, und die Dummen unter den Leuten es nicht verstehen vielleicht. Ja, ich kann auch... Du siehst ja, was in England abgeht zurzeit. Das sehe ich jetzt nicht. Ich bin im Moment wirklich sehr konzentriert auf mein eigenes Land hier. Mhm. Aber ich kann auch verstehen, warum Menschen das jetzt ja, anders sehen oder weil sie einfach irgendwie verblendet sind. Mhm. Ich sag mal so, ich war bis vor 3-4 Jahren, wusste ich zwar, dass die Politiker ein bisschen eine Steuerverschwendung machen oder dass da nicht alles so gut läuft, aber ich konnte ja noch soweit alles machen. Ich hatte meine Freiheit. Mhm. Erst dieses Geschehen, und das musste, denke ich, so kommen, hat mich und viele andere zu einem Umdenken gebracht oder zu einem Bewusstsein. Es gibt ja auch Menschen, die sind schon länger auf diesem Trip. Aber was ich noch sagen will, wir brauchen auch vor allem mehr freie Journalisten wie uns. Ja. Ich habe jetzt die letzten